Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Seit, ich glaube, inzwischen schon fast 2 oder 3 Wochen wollte ich schon immer ein Video machen für ein herbstliches Make-up. Und endlich habe ich es jetzt heute geschafft, die Zeit zu finden und habe schon mein rechtes Auge vorpräpariert. Ich habe mir für heute Abend die Haare hochgesteckt. Ich habe sie vorher noch ein bisschen gelockt, wie man sehen kann. Oder vielleicht auch nicht, ich hoffe doch. Ich habe eine Hochsteckfrisur und ein Tutorial gemacht, wie man so eine Frisur macht. Ich habe hier nur die Haare unten nicht festgesteckt. Und wenn ihr euch interessiert, wie man solch eine Haare hinbekommt, dann werde ich es hier unten verlinken. Und fangen wir doch einfach mal an. Ich habe hier für den herbstlichen Make-up-Look ein paar Farben ausgesucht, die so in den Herbst passen. Leicht inspiriert durch die herbstlichen Farben. Die Blätter werden gold. Das Ganze ist noch vielleicht ein bisschen grün, also grün ist auch dabei. Und auch ein bisschen braun schon. Manche Blätter werden ja nicht gold, sondern auch bräunlich, rotbräunlich. Und also alle diese Farben habe ich hineinfließen lassen in den Look. Ich habe auf den Lippen von MAC High Tea. Das ist ein neutraler, relativ neutraler, rotstichiger Lippenstift. Und zwar sieht der so aus. Ich mach mal um. So. Er sieht so aus. Und ja, ein schönes, relativ neutrales, rötliches Braun, hautfarbener Ton. So, das ist also auf den Lippen. Auf den Wangen habe ich von Smashbox einen Bronzer. Der heißt Fusion Soft Lights und Baked Starburst. Der sieht dann so aus. Also so sieht die Box aus. Und so sieht das ganze, der ganze Bronze aus. Ich habe hier schon eine Menge aufgebraucht, wie ihr sehen könnt. So, also Lippen und Wangen. Mein Gesicht wie üblicherweise vorpräpariert, abgedeckt, gepudert und so weiter und so fort. Also legen wir mit dem Auge los. Ich habe jetzt mir hier für diesen Look ein MAC Paint rausgesucht. Das ist eine Cremebasis in solch einer Tubenform und die Farbe heißt Base Light. Ich weiß nicht, ob es eine Limited Edition ist. Momentan weiß ich, dass es nicht auf der MAC-Seite angeboten wird, also vermute ich, dass es nicht mehr erhältlich ist. Es ist ein goldener Ton. Ich denke, alternativ geht es auch, wenn ihr einen Creme-Lidschatten euch als Basis raussucht oder einfach auch einen normalen Lidschattenbasis natürlich. Mit Creme-Lidschattenbasis ist immer alles ein bisschen intensiver. Wenn ihr so einen auch so beigefarbenen Ton raussucht, das hier ist jetzt gerade Birthday Suit von Benefit. Für meinen Look jetzt jedoch, weil ich es ein bisschen mehr im goldenen Tonbereich haben wollte, habe ich mir also Base Light rausgesucht und das trage ich jetzt auf meinem Augenlid von ganz unten, vom beweglichen Augenlid bis ganz oben. Also hier reicht auch eine kleine Menge und das trage ich dann auf dem ganzen Augenlid auf. Es ist relativ ergiebig, wie ihr seht, und Stück für Stück arbeite ich mich bis nach ganz oben vor. So, bis das ganze Augenlid wirklich von unten, vom Lid bis oben unter die Augenbraue alles abgedeckt ist. Wo ich dabei, meine Katze miaut, wo ich dabei darauf noch achten muss, ist, dass ich nicht hier hinter diese Linie komme zwischen Augenbraue und Auge. Das sieht dann so ein bisschen verwaschen und verschmiert aus. Das wollen wir nicht. So, ich glaube, das reicht. So. Ich würde sagen, das ist ausreichend. Also tue ich die Lidschattenbasis weg, einmal zuschrauben wieder und beiseite tun. Dann lege ich los mit dem Lidschatten, mein All-Time-Favorite Rice Paper von MAC. Es ist so ein neutraler, hautfarbener Lidschattenton, diese Farbe hier. Und die trage ich im inneren Augenwinkel auf, also in den Lidschatten rein, abklopfen, was abbröseln kann und dann im inneren Augenwinkel auftragen. So ein bisschen oben und unten verwischen. So, und weil der Space Light sehr, sehr glänzend ist, also eine sehr glitzernde, glänzende Angelegenheit,
habe ich mir für diesen Look einen matten Highlight-Ton ausgesucht, also der unter die Augenbraue kommt. Und hierfür nehme ich dann so einen Mini-Fluff-Brush, so der, quasi der kleine Bruder von dem MAC-Fluff-Brush, und ich blende die Nummer mal, also den großen Fluff-Brush hier unten ein und schaue, dass ich hier auch nochmal den Namen raussuche. Hat jetzt hier leider keine Nummer drauf, auf jeden Fall steht hier Make-up Artist Brush. Und das ist, also ich trage MAC Vanilla auf, ein matter, heller Farbton unter der Augenbraue. Vielleicht noch ein bisschen auf der anderen Seite. So. Direkt unter der Augenbraue, damit, wenn wir nachher dunkle Farben auftragen, die im Zweifel nicht nach oben hin zu sehr abwandern. So, das ist also das Vorbereiten für das Auge. Als nächstes habe ich hier von MAC Golden Soft, heißt das, glaube ich. Ja, Golden Lemon, Entschuldigung. Golden Lemon. Ein Pigment von MAC. Ich habe ja noch ein relativ altes Töpfchen, wie ich festgestellt habe, vor einiger Zeit. Inzwischen hat MAC das Ganze halbiert und den Preis beibehalten. Fand ich auch ganz schön beachtlich. So, ich habe jetzt hier den Deckel von dem Pigment. Da ist genügend Pigment drauf, dass ich das benutzen kann. Ihr könnt alternativ, also ich benutze zwei Goldtöne, ihr könnt alternativ auch nur einen benutzen. Gehe also mit dem Pinsel auf den Deckel, klopfe es ab und trage es so in der inneren Hälfte vom beweglichen Augenlid auf bis hoch zum Stirnbein. Also der Stirnbein ist dieser Knochen hier, wo der Augapfel drin sitzt. So. Und weil ich eine Farbabstufung versuche herzustellen, nehme ich dann nämlich noch einen goldenen Farbton, der ein bisschen dunkler ist. Auch wieder das Pigment zuschrauben. So, damit hier nichts ausgeschüttet wird. Und der dunklere Farbton, der dunklere goldene Farbton ist von Urban Decay. Der heißt Honey. Es ist in dieser Deluxe Palette, Deluxe Shadow Box drin. Und es ist der Farbton oben in der Mitte. Und außerdem benutze ich dann gleich noch den Underground, diesen Farbton hier unten. Das ist so ein neutrales, relativ helles Braun. So, dann nehme ich also erstmal Honey, gehe auch hier rein, das Überschüssige abklopfen und dann ab der Mitte so oder auf der Mitte relativ auftragen. So. Und dann bei dem äußeren Drittel fange ich an mit Underground, aber ich gehe nicht ganz bis zum Ende, also bis zum äußeren Augenwinkel durch, sondern lasse da noch ein Stückchen frei. Da kommt dann nämlich der grüne Lidschatten drauf. So. Abklopfen, auftragen, glücklich sein. So. Okay. Das wäre das. Als nächstes also möchte ich meinen grünen Lidschatten auftragen. Ich habe hier, also ihr könnt alles nehmen, was dunkelgrün ist, was euch gefällt, was eurer Hautfarbe schmeichelt oder eurem Hautton schmeichelt. Besser gesagt, ich habe jetzt hier von wieder Urban Decay aus der Ammo Shadow Box Mildew, heißt es, glaube ich, genommen. Das ist dieser dunkelgrüne Farbton hier. Und da gehe ich auch rein mit meinem flachen Lidschattenpinsel. Ich habe diesen Look alles mit dem flachen Lidschattenpinsel zusammengestellt. Fällt mir gerade auf. So, also ich habe dann jetzt hier dieses Mildew auf dem Pinsel und trage das außen auf. So. Im äußeren Augenwinkel blende das so ein bisschen nach oben. Bis hier auf das Stirnbein, also dieser Knochen hier. Im Zweifelsfalle könnt ihr das auch verwischen mit dem Finger. Da Mildew sehr dunkel ist, nehme ich gleich nochmal etwas, was noch ein bisschen stärker grün hervorsticht. Und unter dem Augenwinkel trage ich noch auf, ich suche gerade meinen Pencil Brush, unter dem Augenwinkel trage ich noch auf auch dieses Mildew, weil es relativ dunkel ist, passt das ganz gut. Also hier Pencil Brush von MAC, das ist die Nummer 219. Und trage hier also das auf und die Katze macht irgendwelche Sachen. Also hier. Äußerer Rand bis so zur Mitte ungefähr von Mitte von der Iris. Nach außen natürlich ein bisschen dicker als nach innen. Und als Abschluss möchte ich dann doch nochmal einen grüneren Lidschatten obendrauf bringen. Da fällt er auch schon. Das ist jetzt Golden Olive von MAC. Ist ein Pigment.
Und es ist ja, ein Moosgrün, na, vielleicht ein bisschen heller. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schöner grüner Farbton, nicht sehr aufdringlich. Und auch hier habe ich wieder genügend auf meinem Deckel von dem Pigment und nehme wieder meinen flachen Lidschattenpinsel und gehe hier dann also in den Lidschatten rein. Klopfe ab, vor allen Dingen beim Pigment ist das wichtig. Und dann trage ich das hier nochmal oben drauf auf, das auch gerne so ein bisschen bis in die Mitte, aber vor allen Dingen, wenn ihr in die Mitte geht, dann würde ich das mehr zur Lidfalte hin konzentrieren. Äußere Augenwinkel bis so in die Mitte von der Lidfalte rein. So. Ja, solange bis ihr ungefähr die Farbtiefe erhaltet, die ihr möchtet. Also wenn ihr das noch intensiver haben möchtet, den Look, dann könnt ihr immer noch oben drauf was Dunkles packen und das dann vor allen Dingen auch hier außen und in der Lidfalte konzentrieren. So, für meine Zwecke reicht das jetzt. Und dann als nächstes erstmal wieder das Ding zuschrauben. Und dann würde ich auch schon den Eyeliner auftragen. Der Eyeliner, ich habe jetzt als Farbe mir ausgesucht, weil es auch so zu den herbstlichen Farben, die ich jetzt hier habe, passt, von Urban Decay Stash. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht in dem Video. Das ist so eine dunkel-dunkelgrüne Farbe, so ein bisschen fast so noch gräulich, könnte man sagen. Und das trage ich dann als Eyeliner auf, unter dem Augenlid, außen dicker, innen dünner. Jetzt Intensivierung, also ich sehe das tatsächlich so, das ergänzt das Milde ganz gut oder Milde. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. So. Und obendrauf außen, da fange ich auch immer außen an. Da kann man sich so ein bisschen rantasten, wie dick ist der Eyeliner. Und nach innen hin dann wieder schmaler wird. Ihr könnt es sehen. Natürlich auch gucken, dass es ungefähr gleichmäßig wird. Ungefähr so. Und zum Schluss ist ganz wichtig die Mascara. Ich benutze von Max Factor meinen All-Time Favorite 2000 Calorie. Für mich funktioniert diese Mascara sehr gut und ich benutze eigentlich auch gar keinen anderen. Außer wenn ich muss, also wenn ich brauche jemanden oder jemanden etwas brauche, was wasserfest ist, zum Beispiel, weil da sind die meisten meiner Meinung nach auch nicht. Ja, also ich habe da auch 2000 Calorie wasserfest. Ganz tief unten ansetzen mit dem Bürstchen, so leicht hin und her bewegen und dann nach oben durchziehen. Damit habt ihr unten an den Ansätzen von den Wimpern viel Mascara, was auch mehr Volumen den Wimpern hinzufügt. Ordentlich tuschen. Und außen besonders gut. Und unten tusche ich auch. So. Damit wäre ich fertig. Das ist also mein herbstlicher Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich blende noch gleich ein paar Fotos ein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!